Hi, herzlich willkommen bei Ash Whisky, heute wieder mit Ash und Steppi. Wunderbar. Wir wollen heute etwas ganz Interessantes, finde ich, verkosten, nämlich den Ebermann Blended Whisky. Moment, Double Distilled Blended Whisky. Ich habe gerade schauen wollen, ob es ein Blended Malt ist, aber das ist er nicht, das weiß ich eigentlich auch. Den Theo Ebermann ist das dann. Es gibt noch einen Wilhelm Ebermann, das ist dann ein Single Malt Whisky. Das sind die einzigen beiden Whiskys, die diese Brennerei rausgebracht hat bisher. Und ich habe den neulich gesehen im Kaufland. Da haben wir ihn mitgenommen, ne? Ja. Leider gab es den Single Malt da nicht, sonst hätten wir den sicherlich auch mitgenommen. Aber auch den Blended finde ich ziemlich geil. Da werde ich nämlich jetzt gleich drauf eingehen. Ich würde sagen, wir schenken ihn ein, während ich auf die Zahlen, Daten, Fakten eingehe. Perfekt. Okay, dann machen wir das so. Und ja, dann schauen wir mal, was es hier so Schönes zu sagen gibt. Der Theo Ebermann Blended Whisky kommt aus der Destillerie Bimmerle, die liegt im Schwarzwald und ist tatsächlich hauptsächlich für ihren Gin bekannt. Steffi? Ja? Muss ich mir Sorgen machen? Nein, ich bin da. Was ist gerade passiert? Deine Jacke, oder? Nein, alles gut. Ich habe einen Witz gerade verstanden, den ich letztens gehört habe. Okay, ja. Gut, nie um eine Ausrede verlegen. Okay, zurück zum Thema. Aus der Brennerei Bimmerle, die unter anderem für ihren... ist das Wort Bimmerle? Was ist denn am Wort Bimmerle? So wenn ich sagen würde, wäre es ja das aber... Nein, Bimmerle, das ist so süß. Das klingt sehr süß, ja, das stimmt. Deswegen musste ich jetzt lachen. Ich habe mich jetzt unter Kontrolle. Ich bin jetzt wieder da. Fokussiert, kontrolliert, organisiert. Let's go. Diese Brennerei, deren Name nicht genannt werden darf, nennen wir sie doch die Brennerei Voldemort. Wurde gegründet im Jahre 1966 von dem Herrn Günther. Bitte hier Name der Brennerei einfügen. Bimmerle. Alles gut. Aha! Ja, es geht jetzt. Ich bin begeistert. Na, ich auch. Im Schwarzwald, wie gesagt. Und da wird unter anderem, wie gesagt, der Needle Black Forest Gin, Dry Gin hergestellt, aber auch verschiedene Obstbrände. Und eben jetzt seit 2012 der Whisky. Also, ich möchte kurz, bevor ich auf die Flasche selber eingehe, darauf hinweisen, ich habe tatsächlich versucht, erst Infos über die Flasche zu finden. Und wenn ich jetzt diesen Whisky online eingebe, dann bekomme ich erst die Homepage der Brennerei selber. Und da finde ich, ist recht wenig zum Whisky gesagt. Also im ersten Moment war ich so ziemlich abgeturnt, würde ich sagen, von den Infos, weil einfach, naja, es hieß, er ist mit 4 verschiedenen Eichenfässern. Das Single Malt ist sogar aus 7 verschiedenen Eichenfässern zusammen, also die in verschiedenen 7 verschiedenen Eichenfässern gereift und dann geblendet worden. Und ja, da war ich mir so ein bisschen unsicher, weil es einfach keine weiteren Infos dazu gab. Es gibt aber tatsächlich eine evermannwhisky.de-Seite, auf der dann unglaublich transparent vorgegangen wird. Aha. Und das fand ich dann total interessant, als ich das dann gefunden hatte. Da wird nämlich dann nicht nur mitgeteilt, welche Fasssorten es sind, sondern wie viel Prozent des Whiskys aus welcher Fasssorte kommt und auch wie viel Prozent tatsächlich Malz und wie viel Getreide ist im Fall von Blended Whisky. Also da wird dann wirklich sehr, sehr transparent vorgegangen. Und das fand ich dann wieder sehr geil. Das ist cool. Ja, also im ersten Moment war ich echt ziemlich abgeschreckt. Und als ich dann tatsächlich auf der Seite gelandet bin, gab es dann wirklich viele Infos. Und dann war ich dann auch überrascht über den Preis. Da kommen wir nämlich jetzt drauf. Jetzt gehen wir mal kurz auf die Flasche selber ein. Wie gesagt, das ist jetzt der Theo Ebermann Whisky. Der hat 40 Volumenprozent. Ist wie gesagt ein Blended Whisky, ein deutscher aus dem Schwarzwald. Ich schätze, er ist 3 Jahre alt, also so alt muss er sein.
Es gibt tatsächlich leider keine konkrete Altersangabe, zumindest keine, die ich gefunden hätte. Und die Flasche kostet tatsächlich aktuell im Kaufland und auch online nur knapp 20 Euro. Das ist echt gut. Das Guter Preis. ist wirklich, also für den deutschen Blended Whisky. Und der Single Malt kostet 30 bis 35. 35, ich glaube 33 Euro. Und wenn du es online tatsächlich bestellst als Set, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es getan. Als Set von beiden, also einmal der Blended Whisky, einmal der Single Malt, dann kostet der mit zwei Tumblern dazu, von denen wir sicherlich alle noch welche brauchen, knapp 53, 54 Euro. Also die Tumbler gibt es im Prinzip oben drauf geschenkt. Und dann ist die Zusammensetzung von diesem Blend dann tatsächlich 70% aus Gerste und 30% aus anderem Getreide. Die vier Fässer sind 80% Ex-Bourbon, 10% amerikanische Eiche, 5% deutsche Eiche und, das habe ich noch nie probiert, 5% Akazie. Oh. Ja. Also da steht dann tatsächlich auch ganz genau, wo die die herkriegen und wie die vorher belegt waren. Also selbst da hätte ich jetzt gedacht, okay, sind jetzt keine allzu guten. Es steht aber auch, welche Marken die Ex-Bourbon-Fässer so beinhalten können und wirklich, wirklich ganz, ganz geil aufgeschlüsselt. Was ich persönlich, ich finde Transparenz einfach super spannend. Und dann eben der Preis noch, eben weil die das machen können, finde ich sehr geil. Und was mir dann aufgefallen ist, wir arbeiten ja beide bei Lidl, ne, für die, die es noch nicht wissen. Ich habe dann neulich Spirituosen bei uns eingeräumt und den Schwarzwald-Gin vom Lidl verräumt und dachte irgendwie, Schwarzwald-Gin, Black Forest, Needle, wie auch immer. Jetzt schaue ich doch mal, aus welcher Brennerei der kommt. Der Gin und die Obstbrände, die bei Lidl zum Discounterpreis verkauft werden, kommen tatsächlich auch aus dieser Brennerei. Wahnsinn. Das heißt, deshalb können die wahrscheinlich, weil die eben wirklich groß produzieren, eigentlich ihre ganzen anderen Spirituosen, können die sich halt leisten, da einen recht günstigen Whisky herzustellen, der vermutlich, da sie Obstbrände herstellen und so weiter, recht sauber gebrannt ist. Ich bin sehr gespannt, wie er schmeckt. Was, also es kann Vor- und Nachteile haben, aber da wird auf jeden Fall sehr viel auch zusammen verarbeitet in diesem Whisky. Und da bin ich echt jetzt sehr, sehr gespannt, ob der Preis, ich meine, ganz ehrlich, für den Preis kannst du nicht viel kaputt machen. Für den deutschen Whisky, also da haben wir schon ganz andere Preise gesehen. Ja, Also. und das ist eine 0,7 Liter Flasche. Ja. Was auch sehr selten ist, ne? Meistens füllen sie ab in den 0,5er. Viele deutsche Whiskys sind in 0,5er Flaschen, genau das gilt. Ich glaube, Jasons Community hat er erzählt, war das, die gesagt hat, das sei typ, was ist typisch deutscher Whisky? 0,5 Liter Flaschen. Das hat er uns bei Hubble erzählt gehabt. Und ja, aber das sind tatsächlich 0,7 Liter, auch beim Single Malt und dann eben für den Preis. Das ist schon gut. Das ist irre. Jetzt soll er so Aber schmecken, wie er klingt. genau, jetzt kommen wir zum Punkt und probieren das Ganze mal und schauen mal, was wir so rauskriegen. Ich bin sehr gespannt. Also andersrum, wir riechen und dann schauen wir, was wir aus dem Geschmack kriegen danach. Oh. Im ersten Moment Trockenfrüchte, aber gleichzeitig auch Holz. Genau, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Gell? Also jetzt die Trockenfrüchte bleibt nicht klar erkennt, aber die. Entschuldigung, meine Jacke. Die Jacke ist laut, ja. Ich hoffe, das ist beim Mikro jetzt nicht so krass. Sieh dich aus! Manchmal möchte man ein bisschen fetzen. Ja. Ja, aber das war nicht so bedacht, hatten wir nicht bedacht, ne, dass die Ich Jacke hatte es laut nicht wird. bedacht. Ich versuche ja mal ein Ich auch bisschen nicht. anders angezogen zu sein. Okay, also ich finde, ich persönlich jetzt kriege einen Alkoholbiss raus. Ja, aber schön. Ja. Aber keinen negativen, der einen irgendwie in die Nase kriecht, Ja. sondern es ist. Und ich rieche auch das Grainige. Also es ist tatsächlich, man riecht nicht nur Malz, sondern ich rieche auch den Grain, den getreidigen Geruch. Den kriege ich auch raus. Der ist definitiv auch da, ja. So ein bisschen Honig. Also so kräuteriges Honig. Ich habe da so gerade so ein bisschen Erinnerung an den Drambuie. Jetzt, wo du sagst, Ja? ganz leicht, Ja, so ja. ganz leicht im Hintergrund so kräuteriges Honig. So, ja, so ein bisschen vom Drambuie. Ja, stimmt.
Da kommt auch so eine leichte medizinische Note mit hinterher. Gurken. Mhm. Ja, da kommt echt aber nah an den Tramboli. Krass. Ja, da kommt schon was in die Richtung. Spannend. Okay, dann würde ich sagen, probieren wir mal. Zum Wohl. Zum Prost. Wohl. Wie auch immer. Deutsche Whisky. Damit hätte ich es nicht gerechnet. Wow. Mhm. Wow. Also ich hätte, alleine vom Geruch hätte ich viel mehr brennend erwartet. Ja, weil der Geruch, der Alkohol ja. stark war, ja. Man hat auf der Zunge, ungelogen, eine Holznote. Mhm. Eine kräftige Holznote, die kommt. Man hat das Gefühl, auch Trockenes auf der Zunge zu haben. Mhm. Wahrscheinlich liegt das in der Trockenfrüchte. Ja. Und das Holz ist ja auch so ein bisschen trocken vom Film. Ja. Die Holzwürze. Aber er schmeckt. Ich finde ihn tatsächlich fruchtig. Ich kriege so ein bisschen den Getreidegeschmack. Der ist da, aber er passt gut dazu, finde ich. Also er ist da, wenn man also kam relativ schnell auf den Geschmack, aber er brennt jetzt nicht. Es ist keine Bitterkeit. Ich bin gerade für 20 Euro. Das ist gut, das ist gut. Also die Notes sind gut. Mhm. Also was für eine Vielfältigkeit er da hinzaubert, das ist schon Wahnsinn. Steht hier was zu den Notes? Nee, hier, Schwarzwälder Quellwasser wird hier noch benutzt. Stimmt, das war auch noch krass. Das habe ich in meinen Notizen jetzt gerade gar nicht drin gehabt. Die benutzen Schwarzwälder Quellwasser und ich finde es total spannend. Da können die nicht an die Quelle komplett ranfahren. Das heißt, es muss tatsächlich ein ganzes Stück gelaufen werden mit Eimern, um das Wasser zu holen für die Whiskys. Recht. Das kommt davon, wenn man zu viele Whiskys auf einmal probiert. Das nenne ich konstruktive Kritik. Entschuldigung. Das ist ein Hinweis auf meinen Fehler. Entschuldigung. Ich habe mich versucht zu beherrschen. Aber es ging nicht. Ich denke mal, jetzt sieht sie da. Das ist völlig falsche Geschichte. Mir fällt da gerade was ein, wo ich da denke, das hat mal. Ich weiß jetzt, warum es nicht in meinen Notizen stand. Ja, weil es nicht reingehört. No. Entschuldigung. Das passiert mir nicht oft. Aber ab und an. Ja. Aber ich bin froh, dass es nicht durch die Nase gekommen ist. Ja, bin ich auch. Also machen wir weiter. Ja. Sehr weich, Honig. Getreide. Da bin ich völlig bei dir. Also der ist echt, also er ist mega. Also ich habe echt das Gefühl gehabt, er brennt mir wirklich auf der Zunge. Alleine schon, weil er doch relativ alkoholischen Geruch hat. Aber er ist echt, er kommt ganz sanft und dann entwickelt er sich. Mhm. Und dann holt er dich. Oh, falsche Röhre. Oh. Schönes Video wird das. Schönes Video. Der hat fast eine Art Schmelz im Mund. Ja? Ja. Also wie so eine Schokolade. So eine wirklich schmelzende, zart schmelzende Schokolade. Ja. Finde ich ziemlich geil. Wahnsinn. Mhm. Also sehr interessant. Für den deutschen Whisky unglaublich interessant. Muss ich sagen. Also, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu unserem Fazit. Oder hast du noch konkret was zum Geschmack jetzt zu sagen? Nein, also ich bin echt überrascht, muss ich sagen. Er hat mich wirklich abgeholt. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Das war aber auch eine Empfehlung, oder? Ne, wir haben den gesehen und gesagt, okay, das ist ein echt günstiger deutscher. Aber hat nicht jemand
von deinen Zuschauern einen Kommentar geschrieben, dass... Ja, das dann ja, da hatten wir ihn ja schon da. Ich dachte jetzt gerade, wir hätten ihn auf Empfehlung gekauft. Nein. Okay, dann war das mein falscher. Genau, ja, wurde neulich in den Kommentaren empfohlen, wobei ich fast vermuten würde, dass da von Wilhelm die Rede war. Ich bin mir nicht sicher, also vom Single Malt, der heißt Wilhelm und das hier ist der Theo. Okay. Genau, aber wenn der Wilhelm auch nur im Ansatz des Preis-Leistungs-Verhältnisses liefert, dass der Theo hier liefert. Wow. Ja. Also wer den mal gerne probieren möchte, einfach melden bei Ash Samples. Alles da. Also man sollte und ich finde auch, man muss ihn einfach mal probieren, weil es echt eine Überraschung ist für einen deutschen Whisky. Ich bin echt sprachlos, wie er mich abgeholt hat jetzt. Ich bin auch echt beeindruckt. Okay, gut. Dann würde ich sagen, Fazit definitiv, der ist ein Probierer wert. Entweder, falls ihr eh schon Samples in meiner Flaschenteilungsliste Gruppe seid oder mit mir in Kontakt seid wegen Samples, dann gebt gerne Bescheid. Dann können wir den gerne mit dazu packen auch. Wie gesagt, ein Hubble habe ich auch noch was da ein bisschen, das ich ja dann auch als Geschenk angeboten hatte in meinem Hubble-Video. Also wenn ihr da Interesse habt, mal was zu probieren von den vielen Dingen hinter uns oder so, dann meldet euch gerne. Und ansonsten, gut, also wenn wegen einem Sample die Versandkosten zahlen, ganz ehrlich, lohnt sich nicht, dann holt euch lieber für 20 Euro den. Ja, also man kann nicht, macht man nichts kaputt. Sage ich jetzt ganz ehrlich, ja. Man kann mit seinen Freunden und Genießern, mit denen man in einer Runde sitzt, mal wirklich vorstellen. Ich bin echt überrascht, hätte ich nicht erwartet. Ja. Viele Deutsche waren sehr durchstrukturiert und... Der ist ja auch, ich meine, vier Fässern, beziehungsweise vier verschiedenen Holzarten und so, der ist absolut durchstrukturiert. Ja, aber mich holt er, also ich finde... Aber der schmeckt geil. Krass, ja. Also für den Preis. Hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich sagen, bin ich echt übel überrascht. Mhm. Übel überrascht? Übel überrascht. Also nicht übel im Negativen, ich fange dann wieder zu abzuschweifen, Entschuldigung. Ich finde ihn sehr gut, ich kann ihn empfehlen. Ich halt alter Whisky-Kenner, Trinker, Liebhaberin. Des gleichen Getränks. Ja. Und schon wieder. Also. Heute kommst du nicht zum Punkt. Also, schön, dass ihr dabei wart. Steffi trinkt schon. Steffi trinkt, obwohl wir schon durch sind. Das sagt genug aus über diesen Whisky. Würde ich jetzt definitiv sagen. Also, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, dass ihr da wart. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abo, wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr noch mehr sehen wollt von uns. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.